Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Und immer noch in der gleichen Aufnahmesession mit dem Knotencode. Ach, fleißig sind wir heute. Genau. Heute mal eine Vierer-Aufnahmesession, weil wir uns gerade gefunden haben. Naked ist hast du nicht mehr dabei, ne? Ah? Ist überhaupt nichts, ne? Nee, Naked hab ich nicht mehr. Ach, allgemein gibt's hier kein Loot, ne, oder? Nee, hier ist gar nichts drin. Ach guck mal, hier liegt was. Ich habe noch einen Knüppel gefunden, das ist ja toll. Der ist sogar heile, glaube ich. Ist egal. Kann ich da nicht zwei von in die Hand nehmen einfach? Wär's doch eigentlich, ne? So Dual-Penetration? Hast du den ganzen Ort schon durch? So ziemlich, ja. Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Wie gesagt, wir können ja nicht verdursten und nicht verhungern. Aber an ihm seht ihr, dass es tatsächlich Loot gibt. Er hat einen Rucksack. Ich nicht. Ich habe gar nichts. Nicht mal einen Schulrucksack. Nichts liegt hier rum. Ich habe bestimmt schon mindestens 10 Rucksäcke gefunden. Hier ist auch eine Pickaxe. Nehme ich die? Eine Pickaxe. Oh Gott, mein Deutsch schon wieder hier. Nee, so eine kleine... Pickaxe. So eine Bergsteigeraxe ist das. Genau. Die wir in The Forest brauchen. So eine Climbing-Axe. Jetzt habe ich's. Nein, eine Pickaxe ist das. Eine Pickaxe, ja, genau. Nein, das war völlig richtig eigentlich. Aber ich wollte mich euch anpassen. So, wer ist das hier wieder? Der Bürgermeister? Wenigstens einen kleinen Rucksack. Das wäre schon schön. Und weiten sieht immer aus wie ein Hansa-Logo, was er da unten drunter hatte. Ja, stimmt, die Kogge, ne? Hm? So, ein bisschen, ja. In welche Richtung gehen wir jetzt? Ist egal, was. Von da komme ich jetzt gerade vor, wir jetzt hinlaufen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Landesinnere gucken, ne? Ich folge dir. Aber ich finde auch, die Farben sind sehr saftig, sehr kräftig alles. Die haben viel die Farben hochgedreht, finde ich. Mhm. Na gut, ist ja jetzt DirectX 11. Ist das jetzt eigentlich komplett auf DirectX 11 umgestellt? Ich glaube schon, ne? Hier, guck mal, hier zum Beispiel flimmert der Schatten, wenn du jetzt hier läufst. Habe ich gerade so. Ja. Na gut, hast du auch, okay. Hat er einen Sprung gemacht, ja. Weil das Wasser und so, das war ja schon in der 059, glaube ich, in der New UI war das ja schon. Weil das sieht natürlich anders aus, ne? Es war immer noch, dieser Rand ist sehr stark abgegrenzt noch, aber... Naja. Es ist okay. Wasser gibt es definitiv... Habe ich schon Besseres gesehen. Ja. Zum Beispiel bei Stranded Deep. Das Wasser ist ja pornös. Chain. Irgend so ein Airfield, das müssen wir eigentlich mal finden. Dafür müssen wir auch erstmal rausfinden, wo dieses Airfield ist. Das können wir uns ja mal so ein bisschen als Ziel setzen. Jetzt, ja. Nicht, jetzt werden wir das sicherlich nicht schaffen, aber demnächst mal irgendwann. Und Gott sei Dank haben sie das noch nicht reingenommen, dass man die Ausdauer verliert. Also man kann immer noch sprinten. Ja, wieso kannst du so schnell rennen? Weil ich hab nichts. Wahrscheinlich ist das jetzt wirklich angepasst, wenn du viele Sachen... Da hast du ja die Axt auch noch in der Hand. Ja, die kann ich nicht wegpacken. Ach, hast du noch einen Baseballschläger da? Ja. Ah. Ich setz ihn raus. Hab ich den weggeschmissen. Gut, wenn du keine Nägel reinmachst, dann brauchst du den eh nicht. Aber ich habe vorhin Nägel gefunden, verdammt, hätten wir kombinieren können. Na, dafür hatte ich ihn eigentlich mitgenommen noch, aber... Die Nigenkeule, dafür brauchen wir Stacheldraht. Gibt's vielleicht bald die Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Schön, wir genießen ein bisschen die Natur. Wie gesagt, das ist DayZ. Hier flimmert überall der Schatten ab und zu mal, ne? Also. Es scheint noch nicht so ganz links durch. Wenn du in den Wald reinguckst, dann. Ja. Es scheinen helle Flecken zwischendurch. Na, er kriegt das, glaube ich, noch nicht so ganz hin mit der Sonne, die da durchstrahlt. Ja, komm, ist das erste Update jetzt mit der. Naja, weil viele Sachen sind hier raus, was in der Null. In der Experimente drin war. Und das stört mich eigentlich so. Dass man jetzt derzeit sowas wie einen Gott-Modus hat, also. Wahrscheinlich nach und nach jetzt alles nachbringen.
Oder so, ja. Gut, wie gesagt, ich bin da in dem Punkt kein Spieleprogrammierer. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt zusammenhing, dass sie es jetzt hier erstmal rausgelassen haben. Vielleicht war es auch ein Übertragungsfehler. Ne, sowas irgendwie. Zur offiziellen Version oder so. Vielleicht gab es jetzt mittlerweile auch schon ein Patch, während wir jetzt hier aufnehmen. Ich weiß es nicht. Weiß der Geier. Aber ist nicht schlimm, so haben wir die Zeit, uns hier ein bisschen umzugucken, ein bisschen zurechtzufinden. Ja. Ein bisschen Schwachsinn zu sprechen, zu quatschen. Ich finde mich immer noch wunderschön. Kannst du mir eigentlich auch unter den Rock gucken? Oh, schöner weißer Schlüpfer. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber ich habe irgendwie... Es überkam mich gerade. Und man soll seine Sexualität ja offen ausleben, ne? Wir sind ja in einem freien Land. Und wenn ich ihm... Wenn ich Menschen meinen Schlüpfer zeigen möchte, dann mache ich das auch. Auch in der Apokalypse zeige ich meinen Schlüpfer. Auch wenn er nicht mehr ganz... Ich will meinen Trieben quasi nachgehen. Ne? Sollte jeder von euch machen. Denn nur so bleibt man gesund. Versteckt euch nicht, Brüder und Schwestern. Oh, guck mal, ein Stromhäuschen. Da wird Strom produziert. Wir gucken, was da drin ist. Ah, schön Sonne. Und? Nichts. Ja. Hier sind ja nicht mal mehr Hühner. Hier sind keine Hühner mehr, verdammt. We need a Hahn. Los, gib mir dein Hahn. Hab ich mich erschrocken, ey. Hast du eine Buntfaltenhose an? Ja. Warum da? Wo hast du eine Anzughose her? Weiß ich nicht. Du lagst im Forum. Das ist echt eine Anzughose. Ja. Jetzt brauchst du noch deine ollen Sneaker dazu, ne? Da trägt er eine Anzughose. Wahrscheinlich, das wäre natürlich geil, wenn man jetzt hier im Anzug rumlaufen kann. Nobel, like a Sir. Eine weiße Hose habe ich vorher auch schon gefunden. So eine Leinenhose, so eine weiße? Oh, wollen wir mal richtig edel rumrennen? Die weißen Leder-Sneaker dazu. Geil. So Hemd, Weste, Krawatte. So ein Glas Wein in der Hand. In der anderen Hand eine Knifte, weißt du? Eine Aktentasche anstatt einen Rucksack. Ja. Vorwerk! Auch in der Apokalypse verkaufen wir ihnen einen Staubsauger. Ja, staubige Zeiten. Wo kommen wir jetzt hier raus? Mir weiß es nicht. Jetzt kommt hier ein T-Rex aus der Ecke. Haben sie denn wie Eil mit Daisy kombiniert? Das ultimative Spielerlebnis. Siehst du die Zombies auf Dinos reiten hier? Oh, ich würde mir auch so einen T-Rex halten. T-Rex ist geil. Aber wie gesagt, hier in dieser Welt ist das ja ein Z-Rex. Ich google das nachher mal. Z-Rex. Das ist bestimmt irgendein B-Film. Gibt's garantiert schon. Z-Rex, der T-Rex aus der Gruft. Der T-Rex aus der Gruft. Du solltest keine Filmtitel erfinden. Oh mein Gott, it's a Z-Rex. Ein untoter T-Rex, verdammt. Oh Mann. Sie sehen durch die Gegend schleichen. Pantoffeln würden dir noch fehlen irgendwie. Ja, ne? Oder Gummistiefel. Eigentlich brauche ich Gummistiefel, so wie Flodders hier, die Flodder-Tante. Gummistiefel wären jetzt geil. Das Green Mountain. Oh, sieht ja nicht wunderschön aus in der Ferne. Da war ich. Das ist ein Traum. Dort gibt es Hühner. Dann sind wir jetzt gar nicht weit weg vom Militärlager. Richtig. Dann, aber in welche Richtung müssen wir? Ah, das war hier oben lang. Ich kann mich dran erinnern. Ja, stimmt. Hier schräg, hier da weiter vorne war irgendwo dein Bach, wo du reingefallen bist und einfach ins Loch gefallen bist. Jetzt haben sie den ja geschlossen mittlerweile. Das ist ein riesiger Strudel ist denn da. Wird bewacht vom Z-Rex.
Und vom Mollymann aus Moldawien. Mollymann. Das sind jetzt alles Insider für die Leute, die meinen Stream nicht kennen. Ja, wir sind richtig hier. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Nee, vertrauen Sie mir. Ich weiß genau, was ich tue. Wir sind zu alt. Oh ja, kennt keiner mehr. So, wenn wir jetzt über den Hügel hier so ein bisschen schräg noch laufen, müsste theoretisch da hinten das Militärcamp sein. Eigentlich müssen wir nur der Straße folgen. Also wollen wir unser Treffen heute noch beenden, ne? Ja, ich bin bloß gerade noch ein bisschen verwirrt. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Da wird eh nichts sein. Da finden wir eh kein Loot. Eine Mosin wäre toll, ich habe Munition dafür. Das ist schön. Geben Sie mir einen Sniper. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen... Nein, wir sind richtig, wir sind richtig. Oder eine Crash-Site mit einer M4. Oh ja. Würde ja, mir gefallen, glaube ich. Bloß, ich muss diese olle Militärbase finden. Eigentlich bin ich immer richtig. Aber ich glaube heute nicht. Aber ich muss nur diesen ollen Berg finden. Da ist er doch schon. Na, sag ich doch hier oben. Da ist der Berg und dahinter ist sie. Der Berg hat einen Namen, ich weiß, aber er fällt mir gerade nicht ein. Und ich weiß auch, wie dieses Lager heißt, aber es fällt mir gerade nicht ein. Dann haben wir jetzt vielleicht noch eventuell ein bisschen Action, denn wir haben noch gute 8 Minuten. In der Zeit können wir jetzt sterben. Oh, das sieht so toll aus jetzt mit der tiefen Unschärfe, ne? Weil man so weit jetzt in die Ferne gucken kann. Ja. Ich find's so schön. Toll. Adrenalin steigt. Guck mal hier, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, ich will was zeigen. Guck mal her, guck, guck, guck. Und jetzt guck. Habe ich den jetzt ausgefahren eigentlich? Muss ich mich dazu bücken? Geht das? Ich kann das leider nicht sehen, aber ich glaube, das würde funktionieren. Okay. Also man könnte denken, wenn ich so auf jemanden zurenne, ich habe einen leichten Schaden. Ja. Aber nur leicht. Ganz leicht. Ich bin mit Sicherheit der Erste, der erschossen wird. Ja. Mich lachen sie erst aus und dann erschießen sie mich. Ja. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was zeigen hier, ne? So männlich rennen wir jetzt auf diese Base zu, ohne Verteidigung, mit Knüppel. Aber der ist eigentlich ganz effektiv, den Knüppel, den ich habe. Ich muss damit nur einmal auf den Kopf treffen. Das ist kein Problem. Wir könnten jetzt auch gleich zum Airfield hochlaufen. Ist ja auch gleich hier. Erstmal jetzt rennen wir in die Hütte. Wollen wir vom Berg aus erstmal kundschaften oder rennen wir einfach hin? Wir rennen einfach hin, wa? Ach, rennen. Wir haben nichts zu verlieren, wenn tot dann tot. Ja, wenn wir tot sind, tot. Genau, hast du recht. Dann haben wir wenigstens noch einen krönenden Abschluss hier für die Folge. Aber ich befürchte ja, dass da kein Schwein ist und dass das Ding leer gelutscht ist. Ja, das ist das Wahrscheinlichste. Ich bin Warte, einfach mal gespannt, was sie da alles drin verändert haben. Wart auf mich. Ich will hier ungern stehen bleiben, hier vorne. Nämlich Verzögerung, weil ich meine Axt nicht so schnell gefunden habe. Weil wir so aussehen, als ob ich gefährlich bin. Tor ist auf jeden Fall zu. Sind wahrscheinlich eh alle wie die Geier zur neuen Base gerannt. Ich glaube auch.
Wir können ja mal gucken, ob es im Knastgebäude wieder Sachen gibt. Was ich nicht. Gibt's nicht. Also. Warst du schon mal drin, oder was? In anderen Knastgebäuden war ich schon drin. Niemand zu Hause. Ein Rucksack wäre toll. Oh, ist das hier ein... Oh, ich glaube, ich habe ein Schwestern-Outfit gefunden. Was noch heile ist. Ja, voll. Das hat mich gerade sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich habe einen Rucksack gefunden. Na, das hat sich doch schon mal... Hat sich doch bis jetzt schon gelohnt. Sind die... Oh, hier ist ein Militärrucksack sogar. Der ist aber kaputt. Der ist damaged. Soll ich den aufsetzen? Ich habe einen Lederpatcher bei. Kann ich den nicht einfach... Mann. Kannst aufsetzen, den flicken wir. Gut. Hier ist noch ein schwarzer Militärrucksack. Okay. Wo bist du jetzt? Ersten Kabine da, genau, da bin ich drin. Sonst hast du alles durch, ja? Nee, die zweite Baracke fehlt noch. Die hier neben ist. Da war ich gerade drin. So. Da ist der schwarze Rucksack zum Beispiel drin. Ja, dann will ich den haben. Dann geh rein. Ganz unten die Baracke, hast du die schon durch? Nee. Dann gehe ich da mal schnell hin. Und hoffe, dass ich das überlebe hier. Das wäre ein Huhn. Huhn heißt Spieler. Der Rucksack ist eigentlich toll. Den möchte ich ungern jetzt verlieren. Hier liegt so viel Zeug. Cool, guck mal, ein Bier. Das ist damaged. Ist egal, nehmen wir auch mal mit. Bier geht immer. Ich bräuchte Bandagen, bräuchte ich langsam wieder. Das habe ich auch noch nicht. Ja, dann einfach T-Shirts mitnehmen, die können wir dann zerreißen. Hast du schon Stein dir fertig gemacht? Stein habe ich, ja. Ich nehme mir jetzt mal ein bisschen Klamotten mit hier, was ich nachher zerreißen kann. War hier nicht irgendwo ein Shirt da vorne? Ich habe noch ein weißes Kleid. Weiß ist, glaube ich, cooler, oder? Das ist aber damaged. Ah, ich weiß gar nicht, wie ich es. Ich behalte das Blau an. Das steht mir mehr. Coole Handfeuerwaffen habe ich gefunden. So, ich bin da. Also hier hat sich nichts verändert, würde ich mal so grob behaupten. Wo bist du? Hier auf dem Vorplatz wieder. Wir rennen jetzt raus hier wieder. Bist du vor der Baracke? Ja. Wo? Ich sehe dich nicht. Bin jetzt hier beim Gefängnis da auf der Ecke. Nee, andere Seite musst du. Komplett anders. Ist ja süß, der schwarze Rucksack. Wir rennen mal Richtung Airfield. Da bist du. Okay, dann lass uns raus. Dann machen wir erstmal den Rucksack heile. Ich habe einen 1911er gefunden mit einem weißen Griff. Das ist ja geil. So ein Elfenbeingriff. Dann lass uns erstmal schnell die Rucksäcke hier vorne heile machen und dann rennen wir zum Airfield hoch. Ich hab meinen schon gepatcht. Hast du deinen schon gepatcht? Ja. Dann gehe ich jetzt hier in die Hütte und dann möchte ich, dass du meinen patchst. Oder gib mir mal kurz was zum Patchen. Gib dir was zum Patchen und ich zeig dir mal die Knarre. Ich packe die mal raus. Sieht echt geil aus. Kann ich den jetzt einfach, wie kann ich das machen? Ach, da. Hier, pack das Zeug wieder ein. Hier, hast du die Knarre gesehen? Ja, die kenne ich aber schon. Das sieht geil aus. Auf jeden Fall. Die kennst du schon? Hast du das Kit eingepackt? Ja. Und ob wir das Airfield überleben oder nicht, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Das war ja Martin und der General von Knoten Code. Tschüss.